Nordwesten Bosniens. 3200 Gefangene untergebracht in 6 Kuhställen. Gestern Nacht ist Marko Josilo aus Manjača zurückgekehrt. Hier sein Bericht. Das serbische Gefangenenlager Manjača im Nordwesten von Bosnien. Die Serben halten hier über 3000 Moslems hinter Stacheldraht gefangen. Der Sonnenschein trügt. Die Temperatur sinkt nachts bis auf 10 Grad unter Null, denn das Lager liegt in 1800 Meter Höhe. Die Menschen leben in ehemaligen Viehställen. In diesen Raum drängen sich 700 Gefangene. Sie sind ausgehungert bis auf die Knochen. Sie liegen auf Stroh und nassem Beton. Jeder hat nur 2 dünne Decken. Ganz wenige haben Winterkleidung und feste Schuhe. Es fehlt an allem. In diesen Löchern müssen sie nachts ihre Notdurft verrichten, denn nach 19 Uhr werden die Stalltüren verriegelt. Eine Brutstätte für Krankheitserreger. Das Dach ist undicht, Schnee und Regen haben den Boden zu einem Schlammbad gemacht. Das größte Problem hier ist die Hygiene. Wir haben keine Möglichkeiten zum Baden. Meine Kleidung trage ich schon seit 6 Monaten. Hier ist so schmutzig, dass ich Hautkrankheiten bekommen habe. Ich konnte mich nicht regelmäßig säubern. Im Sommer konnten wir wenigstens baden. Jetzt sind viele krank, weil es kein sauberes Wasser gibt. Wir konnten in den letzten 3 Monaten überhaupt nicht mehr baden. Andere Mitgefangene wenden sich von mir schon ab wegen meiner Hautkrankheit. Ich denke schon manchmal daran, mir das Leben zu nehmen. Auch draußen sind die sanitären Verhältnisse katastrophal. 2 solche Erdlöcher dienen 3000 Gefangenen tagsüber als Klo. Die offene Abflussrinne führt quer durch das Lager. Weil es kein fließendes Wasser gibt, sind die Menschen gezwungen, sich hier draußen zu waschen. Sie alle warten auf Besserung. Das reiche Europa, es liegt nur wenige hundert Kilometer entfernt und ist für die Gefangenen doch wie ein anderer Kontinent, unerreichbar. Die Serben würden die gefangenen Moslems gerne abschieben, doch sie fürchten, dass der Kriegsgegner sie gleich wieder in Uniform steckt und an die Front schickt. Und Westeuropa will die Geschundenen nicht. So marschieren sie im Gleichschritt, um das Wasser zu holen. Und das ist das Trinkwasser. Es wird aus dem nahegelegenen See geschöpft. Er wurde künstlich angelegt und diente serbischen Panzern als Übungsterrain. Die Folge, das Wasser ist verölt und verschmutzt. Kein Wunder, dass es inzwischen Diphtherie und Typhus im Lager gibt. Die Wächter schlagen mit Ballspielen die Zeit tot, wenn widerspenstige Gefangene ihre Strafe stundenlang abstehen müssen. Flucht ist praktisch unmöglich, denn hinter dem Stacheldraht um das ganze Lager herum sind Minenfelder. Letzten Samstag hat es einer doch versucht. Er rannte in das Minenfeld und wurde zerfetzt. Nun schaufeln mit Gefangenen ihm das Grab. Und er ist nicht der einzige Tote. Hier bei uns im Lager hat es neulich 3 Tote gegeben. Ein 25-jähriger Mann ist nach Schlägen gestorben. 2 andere kamen in Einzelhaft ums Leben. Sie wurden erschlagen. Es hat auch Todesfälle durch Krankheit und Herzversagen gegeben. Jetzt kommt der Winter. Was passiert, wenn Sie weiter hier bleiben? Ich fürchte, es werden noch mehr sterben. Hier sind viele so geschwächt, dass sie den Winter nicht durchstehen werden. Kranke und frisch Operierte, die in der nahegelegenen Stadt Banja Luka behandelt wurden, schafft man sofort wieder ins Lager zurück. Ihre Überlebenschancen sind gering. Anstehen für das Essen. Die Vorräte sind längst aufgebraucht und Nachschub bleibt oft aus. Er muss durch das Kriegsgebiet herbeigeschafft werden.
Wasser mit Bohnen sind das Standardgericht. 40 Gefangenen teilen sie ein Brot. Gegessen wird im Freien, bei jedem Wetter. Wer nicht mehr aufstehen kann, muss von Sardinenbüchsen leben. Die einzige Hoffnung, das Ausland. Wir sind bereit, für nur ein Stück Brot zu arbeiten, für uns und unsere Familien. Wir wollen kein Gehalt, wir wollen nur aus dieser Lage gerettet werden. Ich bin seit 6 Monaten hier und seitdem habe ich mein Kind nicht mehr gesehen. In Manjača sind 2 Meter Schnee und Temperaturen bis minus 30 Grad in den nächsten Tagen zu erwarten. Das westliche Europa bleibt den Gefangenen die einzige Hoffnung. Es gibt zu viele Augen und zu viele Köpfe, wo jetzt momentan mich angucken und beten und hoffen, dass Europa oder Deutschland uns helfen. Ich weiß nicht, was ich mehr sagen soll, nur, dass sie uns helfen, sonst nichts mehr. Der Sondergesandte der UNO für die Gefangenenlager im ehemaligen Jugoslawien, der frühere polnische Ministerpräsident Tadeusz Mazowiecki, hat nach einem Besuch in diesen Lagern unlängst festgestellt, es wäre eine Schande für ganz Europa, wenn wir dieses Problem nicht lösen können.